Euer Voting-Sieger, der TSV Neuried gegen den TSV 1865 Murnau. Gespielt wird in der FIBO-Druck-Arena in Neuried. Und in der U19-Bezirksliga Oberbayern geht es für Murnau darum, Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Und der TSV Neuried möchte natürlich so gut es geht dagegen halten, um den Abstand auf Murnau auf nur noch einen Zähler zu verkürzen. Marius Pösel, letztes Jahr noch in höheren Gefilden unterwegs, jetzt für den TSV Neuried im Einsatz. Muss sich aber auch erstmal auf die eigene Defensive konzentrieren. Murnau in den grünen Trikots, von rechts nach links. Der Ball landet bei Gabriel Taffertshofer, aber der Pfiff ist schon ertönt, schubst da seinen Gegner weg. Völlig korrekte und richtige Entscheidung von Schiedsrichter Lars Hafke, diese Situation zu unterbinden. Immer noch die Anfangsphase. Murnau über rechts. Zahnepass auf Maximilian Ort. Verarbeitung ist spitze und rums. Neurieds Keeper wird sich bei seinem Gebälk bedanken. Auch wenn er es später noch verfluchen wird. Aber auch Neuried spielt aktiv Fußball und holt eine Ecke raus. Von rechts auf den Schlamm von Nicolas Pittrich. Und sein Ball wird abgefälscht und fällt dann in die Maschen. Keine Chance für Goalie Corbinian Neumeier. Schauen wir uns aber nochmal die Wiederholung an. Klar, sieht das dann von außen betrachtet etwas komisch aus. Aber da bist du eben machtlos. Und was macht eigentlich der Neuzugang von Haching? Letztes Jahr noch U17 Bundesliga gespielt, verzieht er hier noch relativ deutlich. Die Rede ist von Marius Pösel. Murnau musste etwas durchschnaufen und Neuried nutzt die Chancen nicht, vielleicht ja jetzt mal mit dem ruhenden Ball. Der Torschütze Pittrich legt sich die Kugel zurecht, schnippelt den eigentlich auch schön über die Mauer, aber am Ende fehlen Zentimeter. Knappes Ding. Und auf der Gegenseite werden Geschenke verteilt. Maximilian Ott und wieder nichts. Die zweite hundertprozentige, die er liegen lässt. Glück für Neuried, aber das muss der Ausgleich sein. Wieder Ott. Vernascht die halbe Hintermannschaft. Von Neuried hat das Auge. Perfekter Pass mit der Pike in den Lauf von Thomas Bauer. Aber was für ein Sprint von Nikola Matovic. Sensationelle Abwehrarbeit. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Marius Pösel, antrittsstark mit der richtigen Technik, läuft auf Keeper Neumeier zu und hat das Auge für Jan Fischer. Und Nils Strobel im Zusammenspiel mit Röhrig können bereinigen. Es hätte zu diesem Zeitpunkt auch schon 4:3 stehen können, wenn nicht sogar müssen. Und auf der Gegenseite wieder Murnau. Und jetzt, liebe Zuschauer, bitte ich Sie, holen Sie die Lupe raus. Es wird knifflig. Schöne Energieleistung von Taffertshofer. Sein Ziel, die Grundlinie und dann rums. Aus dieser Perspektive sage ich mal, ein Kann-Elfmeter. Aber wenn Geschenke verteilt werden, musst du diese auch annehmen. Aber eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber Gabriel Taffertshofer, ihm wird's egal sein. Vom Punkt, 3 Schritte Anlauf, ganz cool, ins linke Eck. Der Goalie springt ins rechte. Somit der Ausgleich und ein sehr, sehr schmeichelhaftes 1:1 zur Pause. Wir springen in die zweite Hälfte. Neuried jetzt besser in den weißen Trikots von rechts nach links. Ismail Fasliou, bisher noch nicht so in Erscheinung getreten, verarbeitet den Ball super. Und Corbinian Neumeier pariert glänzend. Das Spiel jetzt deutlich abgeflacht. Kaum noch Großchancen bis Minute 87. Und jetzt ein Paradebeispiel für den Begriff Willen. Laurin Husenbeet mittlerweile im Spiel über den ersten, über den zweiten, zündet den Turbo und belohnt sich für seine Energieleistung mit einem unfassbaren Traumtor. Den Treffer, den will er schon bei der Ballannahme und der Rest, die Verarbeitung, der Sprint, das ist Zucker. Murnau extrem effizient und kaltschnäuzig und natürlich geht dieser Treffer zu 200% auf das Konto von Husenbeet. 3 Minuten vor dem Ende, das ist mal ein Statement. Doch einen haben wir noch. Wenn's gefährlich wird bei Neuried, hat meist Marius Pösel seine Füße im Spiel. Allein gegen alles sieht den besser stehenden Pascal Blass. Und damit schließt sich der Kreis. Zuerst rettet Neuried der Pfosten, jetzt kostet die Latte ihnen den verdienten Punkt, denn danach ist Schluss. Husenbeets Energieleistung sorgt für den glücklichen Sieg des TSV Murnau, die in der Tabelle jetzt weiter ordentlich Druck auf die Konkurrenz ausüben können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.